Women Matters im Women Matters. Was erzähle ich denn hier für ein Zeug? Also jetzt, ich bin schon durcheinander. Women Matters ist die englischsprachige Frauengruppe. Hier sind wir die Frauen am virtuellen Brunnen und wir sind im Moment im Mai 2022 und wir wollen das Gespräch vom letzten Mal fortsetzen. Da ging es um Wissen und/oder Erfahrung und heute geht es darum, wie kann man das verkörpern. Bin ich sehr gespannt, aber wie immer machen wir erstmal den Check-in und es kommen möglicherweise noch weitere Frauen dazu. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich würde wie sagen, wie immer, Monja, ich nehme an, du warst die Erste. Nö. Fang War trotzdem zwar an. nicht die erste, aber ich fange an. Wir haben es sehr heiß, um den Wetterbericht zu beginnen. Ich bin ziemlich geschlaucht und ich werde mich sehr rezeptiv verhalten, aber heute weniger. Und ich gebe weiter an die Martine, die als Erste da war. Ja, als Erster und als Letzter. Schwierigkeiten habe ich immer. Ja, ich bin lange Zeit nicht da gewesen. Ich habe ein ja, gesundheitliches kleines Problem gehabt und ich hoffe, das wird im Griff kommen. Es ist wunderschön in Kritzendorf. Das Wetter ist Sommer, mit Sommer. Also die Blumen und alles kommt schon sehr stark heraus. Und wir haben draußen gefrühstückt und da sind die Libellen schon aus ihren Larven heraus gehupft. Also und Schlangen haben im Teich sich gerollt und wir müssen etwas unternehmen, weil es werden zu viele. Und ja, wir haben hart im Garten gearbeitet und ich habe meine Garderobe gewaschen und ich bin beim Bügeln. Und ich freue mich jetzt, mit euch da zu sein. Ich gebe weiter an Erika. Ja, hallo, ich grüße euch alle aus Niederbayern, aus Heiligenberg. Bei uns ist auch, war heute ein wunderschöner Tag. Ich war heute fast den ganzen Tag draußen und habe gelesen. Ich bin zurzeit alleine. Mein Mann ist wieder auf Seminar. Der hat wieder im Sommer ist da wieder ja, Hochkonjunktur, kann ich fast sagen. Und ich genieße jetzt auch die Tage alleine, weil ich mich, wenn ich allein bin, am besten regenerieren kann. Ich brauche das einfach einige Tage oder auch sogar einen längeren Zeitraum, auch gerne eine Woche oder zwei, dass ich so ein bisschen im Rückzug bin und ich lese unheimlich viel und querbeet und genieße das total. Und meine Grundstimmung ist ein bisschen Traurigkeit schon seit längerer Zeit. Es hat jetzt keinen speziellen Grund, aber eher so, dass ich ganz nah am Wasser gebaut bin und mich alle einfach sehr, sehr dünnhäutig bin. Das ist das, was ich jetzt dann, wenn ich alleine bin, auch gut sein kann. Und wie gesagt, die Kraft, die kommt bei mir ganz viel mit in die Stille gehen, in sich hineinhören. Und ein bisschen rumschlendern und dann wieder ins Gewächshaus gehen, ein bisschen gießen, ein bisschen Tomaten zupfen. Und ja, so geht es mir gerade, das genieße ich gerade. Genau. Dann gebe ich weiter an die Anna. Hallo, also ich bin gerade nur rechtzeitig gekommen vom Tanzen. Also es war echt wie im Hochsommer. Alle waren verschwitzt. Ich war auch, aber es ist einfach schön. Es ist einfach schön, diesen Kontakt und diese Menschen und Musik und Gitarre und dann wieder Handpan, also vom Band. Also es ist einfach und einfach dieses Loslassen und Körperkontakt und ist einfach schön. Ja, Punkt. Wer war noch nicht dran? Die Birgitta,
gebe ich weiter an die Birgitta. Störe ich noch beim Essen? Soll jemand anderen wählen? Die Marie-Rose kannst du wählen. Marie-Rose, gut. Gut. Ja, hallo. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ja, es ist richtig warm. Ich war auch im Krankenzimmer bei meiner Mutter im Krankenhaus. Da ist es noch wärmer als draußen und noch stickiger. Aber ja, dadurch, dass meine Mutter jetzt im Krankenhaus ist und eben dann definitiv jetzt nicht mehr zurück in ihr Haus kann, ist ganz viel los in meiner Familie und mit meinen Schwestern und was wir zu organisieren haben. Also das ist das, was im Moment ziemlich stark in meinem Leben ist. Und auch dieses so ganz alt und wie dann doch irgendwann so richtig viel abgebaut wird. Meine Mutter ist 98. Ja, hat bis jetzt eben allein gelebt und das ist schon voll. Sie hat sich so gewünscht, zu Hause zu sterben, aber es geht ganz einfach nicht. Es ist ein Haus mit Treppen, Treppen, Treppen und sie kann jetzt nicht mehr gehen. Sie hat einen Sturz gehabt, war nichts gebrochen, aber sie kann jetzt nicht mehr gehen und sie kann jetzt tatsächlich dann nicht mehr zurück. Es ist, ja. Und der Schock, wenn so ein Schock, so ein Schock mit so einer alten Person macht, das ist echt auch nicht so ohne zu verkraften. Respektive, da ist man dann hautnah dabei, so wie man beim Säugling hautnah dabei ist, wie da das Leben hineinkommt und das Bewusstsein hineinkommt, so ist es hier umgekehrt, wie das Leben hinausgeht und das Bewusstsein hinausgeht. Ja, aus dem Körper. Soweit zu dem Thema Verkörperung. Ja. Dann gebe ich weiter. Jetzt an dich, Birgitta. Oder an dich, Heidi, komm. Nein, passt schon. Ich habe schon fertig gegessen. Danke, danke für die Rücksichtnahme. Und jetzt war ich noch ein bisschen hungrig. Und jetzt bin ich eben. Jetzt muss ich telefonieren. Was ist denn da los? Oh, okay. Ich schalte mich stumm. Heidi, mach's. Ja, genau. Dann schalte ich stumm und dann mache ich mal kurz. Ja, was soll ich sagen? Bei mir geht es auch heiß her, nicht so sehr temperaturmäßig, aber aus vielen anderen Momenten. Ein paar Leute wissen es ja, ich bin mal wieder vom Tod umgeben gewesen und dann mit Menschen immer wieder, ja, was soll man sagen, Konflikte ist nicht der richtige Ausdruck, aber wenn man es von Integral sieht, der Clash von verschiedenen Memes. Und ich bin immer noch nicht so besonders gut, damit hinzukommen und es geschickt aufzufangen. Ansonsten, wie gesagt, ich wollte zur Konferenz nach Budapest, das kann ich nur nicht. Aber ich werde online dabei sein und also die integrale Konferenz. Und ich freue mich, vielleicht nächstes Jahr schaffen wir es mal wieder. Ich war 16 das letzte Mal dabei und 14 war ich da. Und das war so wunderbar. Und 18 konnte man nicht, weil der Markt da so kurz vorm Hinübergehen war. Und 20 ging nicht wegen Corona. Und diesmal geht es nicht wegen dem Auto und anderen Dingen. Soll halt nicht sein. So, Erfahrung, das ist auch eine Erfahrung. Und was du geschildert hast, Marie-Rose, das Erfahrung, du hast von deiner Mutter gesprochen. Wir wollen über die Verkörperung von Erfahrung und von Wissen sprechen. Fällt dir da was in Bezug auf dich ein? Wie du diese Erfahrung machst, wie es deiner Mutter geht und so? Musst du nicht unbedingt beantworten. Wir können, ich wollte nur so eine Überleitung machen, nicht? Wenn jemand eine Idee hat, wie man sich dem Thema nähern kann, von was heißt denn überhaupt verkörpern von Wissen?
Ist nicht Verkörpern vom Wissen vielleicht dann schon eine Erfahrung? Ich lade euch ein. Ich würde sagen, dass die Anna beginnt, weil die wollte ja das Thema. Ja. Aber die Birgitta hat aber noch nicht eingecheckt, oder? Ach so, ja, die war ja war verhindert. Du musst dich entstummen, Birgitta. Ja. Ich war nur halb eingecheckt, weil ich hatte einen Anruf, den musste ich nehmen, weil der hat mich zurückgerufen. Birgitta, wenn du sprichst, musst du dein Video ausstellen. Birgitta, du brichst ab beim Sprechen. Stellen wir, ja, genau. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Nee, geht nicht. Oh. Wir hören dich nicht. Okay. Jetzt wieder. Warte mal jetzt. Oh, das ist. Aha. Vielleicht muss ich das iPad anders halten wegen des Lautsprechers. So? Hört ihr mich da besser? Ja, gut. Ja? Mhm. Okay, dann versuche ich es mal so. Und wenn es zu viel Mühe macht, dann schaue ich einfach zu, dann sagt ihr mir das. Ja, ich bin eingecheckt, also wir waren schwimmen und wir waren im Garten und ich konnte sehr gut mit der Erika, mit diesen Gartenarbeiten, die so beruhigend sind und die einen so irgendwo entspannen und gleichzeitig Konzentration, aber ganz eine andere Art von Konzentration. Und ich konnte auch gut mit der Marie-Rose mit, weil ich habe das mit meiner Mutter, die ist zwar noch nicht so alt, aber ich habe das durchaus auch erlebt im letzten Jahr. Und das ist eine schwierige Phase für alle. Und heute bin ich zufällig mit unserer Pflegerin, die ist wieder da von Rumänien, weil wir ihr einen anderen gefunden haben, wo sie arbeiten kann. Und heute saßen wir mit dem Baby meiner Cousine im Garten und sie hat erzählt von dem Mann, den sie da pflegt. Und das ist genau diese Stimmung, dieses Hinein von dem Baby und hinaus von dem alten Herrn, der auch wahrscheinlich bald sterben muss. Also die war halt ganz nahe, diese Stimmung. Und ich habe jetzt leider nicht gehört, Adelheid, was du gesagt hast. Aber was mir zum verkörperten Wissen auf jeden Fall einfällt, das ist alles, was mit Musikinstrumenten zu tun hat. Da verkörper ich mein Wissen in die Finger rein oder in die, vielleicht ins Gehör, bei mir nicht so gut, aber in die Finger rein. Und das kann man dann später, wenn es gut geht, wieder abrufen. Also das ist für mich durchaus ein gutes Beispiel für verkörpertes Wissen, gerade für so mal kurz für den Anfang. Aber ich greife jetzt nicht weiter vor. Ich glaube, die Anna hat da zu sagen. Wie geht's denn? Hört ihr mich oder ist es sehr lästig? Nee, wir hören dich. Ja. Danke. Okay. Ja, jetzt bin ich irgendwie schon unvorbereitet, kalt erwischt sozusagen. Das mit dem genau verkörpertes Wissen als die verkörperte Fähigkeit, die so wie automatisiert ist, oder beim Tanzen, die uns zur Verfügung steht, ist sicher eine Dimension. Ich habe es mir deswegen gewünscht, weil ich eben leide sozusagen an der Gap zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich umsetze oder nicht umsetze. Also sprich, ich bin so viel damit beschäftigt gewesen, also durch meine Biografie, dass ich immer gehofft oder gedacht habe, das muss ich noch lernen und das muss ich noch verstehen, statt wirklich es zu tun, es wirklich umzusetzen. Also immer wieder zurück zu Gewohnheiten etablieren, bis sich wirklich etwas verkörpert und ich eher ins Sein komme als ins Werden. Also zumindest finde ich, je älter man wird, ich werde, merke ich einfach, ich habe gerade einen Riesenschub in die Richtung, merke ich gerade, dass ich wirklich nicht mehr so viel reinziehen will an Wissen, sondern ja, das tatsächlich aus, wie soll man sagen, verkörpertes Wissen. Und was mir auffällt ist, ich weiß nicht, ihr kennt sicher das Zürcher Ressourcenmodell, Namen nach, oder? Die Maya Storch, also ich merke halt den Trend gerade bei allen Therapierichtungen.
oder Coaching-Richtungen. Da ist überall, oder eben Traumatherapie, überall erlebe ich also die Fokussierung auf Embodiment ganz stark. Und zum Beispiel finde ich auch spannend, dass man dann entdeckt, also zum Beispiel diese Maya Storch mit dem Zürcher Ressourcenmodell, die spielt Orgel, also und erzählt eben, wie wichtig das ist, und gerade mit dem Instrument etwas spielen, etwas wirklich mehr als mental, also wirklich etwas sich selbst ausdrücken durch Tun, durch, ja, das ist das, was mir vielleicht als Einleitung, ja, was ich reingeben mag. Danke fürs Zuhören. Ich hätte eine kurze Frage, Anna, weil einerseits warst du jetzt auf diesem verkörperten Wissen mit Orgelspielen, was so in den Körper reingeht, und andererseits war das Thema für dich auch, dass man Dinge weiß, die man nicht umsetzen kann. Und das sind für mich jetzt zwei verschiedene Richtungen, wo mich einfach interessiert, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich habe jetzt da keine bestimmte Meinung, aber sie sind sehr verschieden für mich. Und das war meine Frage. Danke. Also mein tatsächlich, na, also ich merke, ich bin nicht festgelegt. Ich wollte einfach mich austauschen mit diesem, ich finde es. Es ist ein Anliegen. Ich merke bei mir, das heißt ja auch eine Gap. Es ist so leicht, etwas zu verstehen mental, und es ist so schwer, das wirklich zu leben. Das finde ich mein Hauptforschungsinteresse. Oder was braucht es, dass man es dann leben kann? Oder aus welchem Grund schafft man es oft nicht, es zu leben? Aber lass mir erst mal die anderen was dazu sagen. Ich würde gerne darauf agieren. Und zwar wie ich das hantiere, ist ein waches Warten. Und dann kommt zu mir, was ich zu tun habe. Und ich habe keine Bedürfnisse, um neue Kurse zu machen, weil alles, was ich brauche, kommt zu mir. Und das ist irgendwie für mich eine große Beruhigung und sehr erfüllend. Also ein waches Warten. Da könnte ich gerade drauf eingehen, mal kurz, weil das ist es, glaube ich, gerade das Problem, dass wir immer alles dann zu schnell machen wollen und eben nicht abwarten können. Also ich rede jetzt auch hauptsächlich von mir, aber ich sehe es auch bei anderen Leuten. Und dass man dann so, sagen wir mal, diese Intuition, auf die man ja wartet, nicht? Das ist, oder der Impuls und so, und dass man den vielleicht dann unter Umständen sogar übersieht, weil man schon in so eine Handlung gerutscht ist, ohne das wirklich so, wie soll ich sagen, ist nicht richtig initiiert. Und deswegen ist es meiner Meinung nach vielleicht auch nicht richtig verkörpert, sondern so dran vorbeigeschossen irgendwie, kam mir jetzt dazu. Die Verkörperung erfahre ich, indem dass es passiert. Und dann denke ich, ja, das ist die Einswerdung. Es mag klingen, als ob das leicht ist. Es ist auch nicht immer da. Aber ich kann das akzeptieren, so wie es ist. Und ich habe geschrieben in den Mail, dass Nikolaus von Kurs, der sagt so etwas von, dass dieses Wissen schon bei uns vorhanden ist, was kommt. Und dann kann das wache Warten
auch stattfinden. Also es ist sehr schwierig, um das zu verbalisieren. Ja, es klingt, als ob ich schwebe, aber ich schwebe nicht. Ich stehe den Schmerz, nicht ein persönlicher Schmerz, sondern auch ein kollektiver Schmerz. Und ich erfahre aber, dass über diese kollektive Schmerz auch wieder die Freude total vorhanden ist in die neue Geburt, was wir angesprochen habt, oder die Natur, die jetzt so wunderschön ist, oder das Sterben, dass das alles Platz hat in diesem Warten. Und dass man das zustimmen kann. Und Erika hat irgendwie angedeutet, dass sie, wenn sie jetzt alleine ist, diese hauchdünne Haut hat, dass sie die Erfahrung machen darf, weil sie alleine ist und dass sie sozusagen die Stille dafür hat. Und die Stille, man tut, das sagen weise Leute, dass in der Stille geschieht viel mehr, als wir glauben. Martini, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Magst du mal aus deinem Leben ein Beispiel sagen, so ein ganz konkretes, so dieses Warten auf das, was kommt und wie du dann damit umgehst? Oder das würde mich interessieren. Also in meiner Arbeit weiß ich oft nicht, wie ich weitergehe. Und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und es kommt. Wenn ich, wie Heidi gesagt hat, nicht übereilig aktiv von mir aus sein will, also kein Aktivismus betreiben. Und zum Beispiel bei den persönlichen Schmerz, die ich gehabt habe jetzt 8 Monate lang, und dass ich da irgendwie unwissend war, dass man eine medizinisch kann man da einen Abstrich machen und dann kann man die Bakterien erkennen und dann weiß man medizinisch, wie man diese Bakterien, welche Medizin man geben soll. Ja, und ich habe das alles nicht gewusst. Aber ich habe nicht aufgehört, zu ihr hinzugehen. Und dann ist es schließlich und endlich gekommen, dass ich jetzt ein Antibiotika habe, das diese Bakterie behandelt. Also dass das miteinander, dass es passt. Und das ist, hätte ich vielleicht sagen können, ich hätte das aktiv, ich bin nicht so. Es mag ein Unvermögen sein, aber ich habe es durchgehen müssen. Aber in dieses, wir sind in einer sehr schwierigen Phase auch des kollektiven Leides. Aber wir sehen auch, dass es die Schönheit immer wieder gibt. Ja? Und das habe ich auch in meiner persönlichen Erfahrung von echt traurig und voller Schmerzen sein, aber ich war nicht depressiv dadurch, weil ich weiß von dieser Schönheit über den Schmerz. Es mag poetisch klingen, aber für mich ist das die Wirklichkeit, dass ich zum Beispiel stoße auf ein Gedicht von Johannes von Kreuz und dann bin ich so dankbar, ich vergesse meinen Schmerz. Und dann, aber ich glaube, jetzt habe ich genug aus meinem Leben gesprochen, dass irgendjemandem darauf mit weitergeht.
Ich habe dieses wache Warten, was du gesagt hast, Martini, das finde ich eine wunderschöne Haltung. Und zusätzlich möchte ich einfach sagen, dass mir leid tut, dass du solche Schmerzen leiden musstest. Und ich hoffe, dass das wieder, dass dieses Mittel jetzt auch hilft. Aber das wache Warten, das war jetzt so eine schöne, da möchte ich noch ein bisschen weitergehen. Und zwar, ich kenne das wache Warten in einer anderen Weise. Wenn ich zum Beispiel jetzt in einer inneren Entwicklung bin und es gibt eine Person, wo ich das Gefühl habe, mit der müsste ich jetzt reden und die Entwicklung geht weiter, dann sehe ich die Person und dann denke ich mir, ah, die schaut irgendwie speziell aus, man kann es gar nicht beschreiben, aber man hat irgendwie plötzlich das Gefühl, das ist jetzt das Richtige. Und da setze ich dann schon eine Aktivität. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, aha, die kommt dann irgendwann auf mich zu, weil die kennt mich vielleicht gar nicht so richtig. Ja. Also ich setze dann wohl Aktivitäten, aber aus dieser, eigentlich diese wache Wartenhaltung, ich habe das nie so realisiert, aber das ist da mit dabei. Ich habe es jetzt zweimal gemacht mit einfach Personen, die interessante Themen für mich verkörpern, die einfach angesprochen, mit denen Gespräche gemacht und das... dadurch geht wieder was innerlich weiter und geht tiefer. Und da ist schon eine Handlung auch dabei. Es ist nicht nur so, dass ich warte, ob die Person kommt, sondern aber die Handlung ruft mich trotzdem irgendwie. Ja, danke. Ich bin noch am Überlegen, was heißt das eigentlich, verkörpern? Also du hast vorhin zwei verschiedene Weisen gesagt. Embodiment, was da immer gesagt wird. Es werden immer Wörter so benutzt und eigentlich weiß man gar nicht so recht, was man darunter versteht. Vielleicht nur ein kleiner Einschub. Also einfach so meine Erfahrung ist, ich kann... sag jetzt gescheit bayerisch, gescheit daherreden. Das ist sozusagen vom Kopf her. Und wenn mein Verhalten sozusagen mit dem übereinstimmt, was ich weiß, also ganz banal, einfach das, wie ich leben will, egal ob in der Kommunikation oder in den Dingen, die ich machen will, dass ich das auch dann wirklich tue, mich so verhalte und nicht nur sozusagen an der Oberfläche oder nur verbal, sondern wirklich in meinem Verhalten. Und dann kommt mir noch ein Aspekt einfach dazu, mich sich selber verkörpern. Diesen Aspekt könnte man vielleicht auch noch reinnehmen. Also dass man diesen Aspekt nicht das verkörpern oder leben, was man sozusagen hinkonditioniert gekriegt hat, sondern das, was wirklich einem selber entspricht. Das wäre aber schon noch eine dritte Spur. Also für mich ist zum Beispiel das Wissen, dass emotionale Distanz zu den eigenen Emotionen oder Distanz zu den eigenen Emotionen günstig ist, also eine Art Gleichmut, etwas, wo ich merke, dass ich also das allmählich schon verkörpern kann, dass ich also die Drama Queen eigentlich allmählich der keine Energie mehr gebe. Also das ist ein Wissen, das ich vom Buddhismus habe und ich glaube, da habe ich also lang geübt. Es ist Übung, also durch Übung etwas zu verkörpern. Das ist das Einzige, was mir im Augenblick einfällt. Aber ja. Bedeutet dann verkörpern, darstellen? Sein. Sein. Aber das mit dem irgendjemand ganz am Anfang, ich glaube, es war auch die Birgitta und dann mit der Orgel. Also das Musik, also ich habe Klavier gespielt und dass die Finger dann wissen, wo sie hingreifen, ohne dass du
mental das Ganze. Also das ist auch Verkörperung. In dem Sinn, wie wir es ursprünglich jetzt, glaube ich, behandeln wollten. Damit wäre ja eigentlich jedes, was man durch Übung erreichen kann, eine Verkörperung. Mhm. Aber ohne Praxis, also wie der Wilber so beharrlich auch die Lebenspraxis betont, wird das nicht. Also es braucht wirklich Beharrlichkeit und Ausdauer und waches Warten hat mir auch gut gefallen, ja. In der Anthroposophie sagt man, glaube ich, ich hoffe, ich sage das richtig, aber für mich war das immer so, dass es gibt ja diesen physischen Leib in der Anthroposophie und es gibt den Ätherleib, das ist der Wachstumsleib, der so ähnlich ist wie die Pflanzen und dann gibt es einen Astralleib, der ist so seelisch und dann gibt es ja ich. Aber dieser Ätherleib ist das, der diese Verkörperungsdinge aufnimmt und zum Beispiel vom Restaurieren kann ich mich erinnern, wenn ich da 8 Stunden oder 10 Stunden lang etwas freigelegt habe, das geht so richtig nach innen, das geht in die Finger, aber das geht auch ins Gehirn, ins innere Seelenleben, die Formen, die sind dann einfach innerlich da, die man da, mit denen man da umgeht. Das war oft beim Restaurieren wunderschön, weil da sind oft wirklich schöne Formen. Und dann gibt es ganz andere Sachen, die auch so ins Leibliche übergehen, wenn man einen Morgen lang Schnecken sammelt im Garten oder wenn man alte Leute wäscht, die gehen auch in die Leiblichkeit über. Und das ist auch interessant, wie weit man das einerseits sich aussuchen kann, was man da übergehen lässt und andererseits aber auch, was das Leben einfach fordert. Das kommt jetzt in dich hinein. Das ist interessant, da kann man also sich auch gegen die Verkörperung wehren, wenn man wollte. Was eine automatische sozusagen wäre, eine spontane Verkörperung und du wirst es nicht haben und dann macht man so und dann. Mhm. Ich habe da so eher die Assoziation von Körperweisheit, weil ich meine, man weiß ja, dass das ganze Leben oder die ganzen Erlebnisse, auch traumatische Erlebnisse, die wir haben, dass das quasi im Körper und in den Körperzellen abgespeichert ist. Und wenn ich dann einfach Entscheidungen zu treffen habe, dann reagiert ja mein Körper auch mit irgendwelchen somatischen Markern. Also meinetwegen, ich schwitze oder ich habe Herzklopfen oder ich habe mein Bauch sagt nein oder ich spüre Spannungen. Und das ist ja auch das, was man sich so in der Körpertherapie zu eigen macht, mehr so den Körper mit zu befragen, was oder jetzt auch über die Kinesiologie, dass man sagt, also lass doch mal so deinen Körper irgendwie sprechen. Und das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, jetzt als über Wissen zu gehen. Und ich glaube, dass beides einfach wichtig ist. Ich habe mich ganz lang jetzt auch aus der buddhistischen Richtung her mit Leid befasst. Also so die ganze Theorie, woher kommt es, wie kann man das auflösen und. Oder jetzt auch mit dem Alter. Und so richtig angekommen ist das erst, als ich tatsächlich das Leid auch wirklich erfahren habe. Also so und wo ich auch gemerkt habe, da nützt mir das Wissen schon, was ich mir auch angeeignet habe. Aber körperlich, aber es schützt mich nicht vor der körperlichen Erfahrung, dass ich dann im Grunde genommen weiß, wovon ich eigentlich oder wovon man eigentlich redet. Und so ist es mit dem Alter auch, was die Marie-Rose erzählt hat von ihrer Mutter. Ich meine, mit 98, wenn sich das Leben so aus dem Körper zurückzieht, das ist ja auch eine Erfahrung. Das können wir vorher alles gar nicht theoretisch irgendwie erfassen. Und das ist, denke ich mir, auch für jeden, der das begleitet, ist das eine Erfahrung vom reinen Zuschauen oder vom reinen Begleiten her, ist das schon ziemlich, ziemlich heftig, stelle ich mir vor. Ich habe das bei meiner Mutter auch erlebt, wo ich auch sage,
ich habe dann auch erlebt, dass es nicht nur diese tollen Alten gibt mit den grauen Haaren, die fit sind, sondern dass Tod und Alter auch hässlich ist, also dass das auch eine auch, und Krankheit, dass das auch so eine Seite hat. Das ist auch bei mir im Körper angekommen mit Schwitzen und mit Aufregung und auch selber Angst, mal in der Situation zu sein, zur Hilfe und. Also ich glaube, so diese beiden Aspekte, Wissen und Erfahrung, das und das dann so zusammenbringen und dann auch Zeit zu haben, das dann so zu kontemplieren. Ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist, also dass das auch sehr, ja, für die eigene Entwicklung total wichtig ist. Ich mag noch hinzufügen, eben, wir haben ja bisher Körperwissen verkörpert oder Weisheit verkörpert, aber Bewusstsein ist für mich eigentlich das, was das alles umfasst. Bewusstsein im Körper, Bewusstsein in der Inkarnation. Und ja, da kommt halt hinzu im Laufe des Lebens und irgendwann baut es sich dann eben auch manchmal wieder ab. Anna, du sagst, dein Mikrofon funktioniert nicht. Ich sehe es aber hier. Kannst du mal was sagen? Nee, hört man nicht. Ja. Ich mag noch hinzufügen, Körperwissen oder so, das sind ja dann alle Gewohnheiten, die man hat. Und dann habe ich auch noch die Frage des autonomen Nervensystems. Das reagiert ja auch von dem, was unbewusst im Körper drin ist und wirkt und macht. Und da gibt es ja auch diese tolle Therapie, Neurovagaltherapie, die eben damit darauf schaut, ab wann das autonome Nervensystem, wie das reagiert, je nachdem, wie viel Stress da ist, dann hat man gar keine Kontrolle mehr. Und je nachdem, wie gut man drauf ist, dann wirkt das sehr wenig, dann kann man viel mehr vom Bewussten her agieren. Oho, jetzt sind schon zwei weg. Ja, wir machen einer nach dem anderen verschwindet. Ja. Mir ist dazu was eingefallen mit diesem, was du gerade sagtest. Huch, da kommt wieder jemand, Erika. Jetzt ist mir es entfallen, es war irgendwas mit der Erfahrung, die man, mit dem Bewusstsein der Erfahrung, die dann im Körper sitzt und dass man sich dessen bewusst sein kann, dieser Erfahrung, und dass das dann der Körper sich erinnert. Ne? Und dann das haben wir ja mit dem Klavierspielen im Grunde gehabt, aber es gibt ja in vielen anderen Situationen auch, ja. Also vielleicht als Beispiel, ich habe ja mal ein bisschen Aikido gemacht und habe gedacht, das müsste man eigentlich mit 10 anfangen und nicht mit 50 so. Und dann bin ich ein paar Mal, da lernt man ja am Anfang immer zu fallen. Man muss, also in jeder Stunde ist 50 Mal fallen. Und dann bin ich mehrfach mal umgefallen hier, entweder dass der Fuß in der Schlinge hängen blieb oder irgendwas. Und der Körper hat es automatisch irgendwie hingekriegt. Ich wüsste nicht, wie ich es gemacht hätte, wenn du mich hinterher fragst. Ja? Aber irgendwie habe ich gedacht, ne, offensichtlich hat mein Körper was gelernt. Nicht? Erika, du bist wieder da.
dieses Triggern, was wir immer früher auch besprochen haben, wenn man getriggert wird durch Erlebnisse, das kann ja eigentlich sowohl physisch sein oder seelisch oder auf allen möglichen Ebenen kann man durch irgendwas getriggert werden. Und das ist ja auch so das alte Trauma, da über den Körper jetzt ins Bewusstsein drängen, aber nur so halb. Ja. Das ist also eigentlich über den Körper, aber auch halt über die Seele, kommt man vor. Jetzt bin ich wieder da und das Mikrofon funktioniert auch. Und genau das habe ich eben gemeint. Danke, Marie-Rose, für den Hinweis oder jetzt auch Birgitta, dass wir eben nicht wir selber verkörpert sind, wenn wir reaktiv sind. Also das ist, meine ich eben, dass eigentlich dann ist es das konditionierte Selbst, was da sozusagen sich verkörpert und sich ausdrückt. Und das Eigentliche, wer ich wirklich bin, das wäre eben dieses, dass mir dieses Reaktive bewusst wird über GFK, über, also ja, Bewusstheitsprozesse oder ja, immer mehr Bewusstheitsübungen. Einerseits, ja, da stimme ich völlig zu, und andererseits, wenn man jetzt konkret ans Klavierspielen denkt, wenn ich anfange, was zu spielen, was ich noch kann in den Fingern, und wenn ich mir das bewusst machen will, hoppala, dann ist das schnell weg. Ja, je komplexer so Verhaltens- oder so, ja, Verhaltensabläufe sind, desto günstiger ist es, wenn die tatsächlich nicht ins Unterbewusstsein, im Körper irgendwo drin stecken. Das ist ja auch mit dem Autofahren so, das ist mit dem Fahrradfahren so, das ist mit vielen Sachen so, ne, wo es einfach günstig ist, wenn das nicht auf der vollbewussten Ebene bleibt, weil sonst würden wir verrückt werden, ne, und sonst würden wir viel weniger machen können. Und ja, und beim Klavierspielen ist es halt extrem, wie komplex man da machen kann, wie komplex die Finger da reagieren können. Ne? Also ich habe es auch schon so in meiner Küche, meine Hände wissen viel schneller, wo die Sachen sind, als wenn ich das mit dem Kopf gucken muss oder wenn ich jemandem das erklären soll, der was fragt, wo ist denn das? Also meine Hände finden es einfach schneller. Da sind wir auch an dem Punkt, wo man selbst Sabotage betreiben kann, indem man zum Beispiel, wenn man Klavier spielt, man hat es gelernt und man kann es, und dann kommt das Konzert und dann fängt man plötzlich drüber nach anzudenken, oh Gott, und jetzt kommt eine schwierige Stelle und so, und schon geht es nicht mehr, nicht? Das also ich denke, wahnsinnig komplex das Thema. Also auf der einen Seite fällt mir ein, so etwas wie integriertes Wissen. Also wann ist es im Körper angekommen? Also vom Mentalen wirklich runtergerutscht in den Körper. Also sozusagen auch emotional angekommen. Also das finde ich einen ganz wichtigen Prozess. Also ich merke es bei den Diaden. Das ist ja jetzt, was ich jetzt schon fast eineinhalb Jahre lang täglich mache, dass wenn ich wirklich in einer Art in Inquiry, in so einen Prozess reinkomme von ich forsche, was kommt da aus mir raus, dann ist es, was dann rauskommt, viel wahrscheinlicher ein integriertes Wissen meins, was aus mir kommt, und nicht mehr etwas, was ich wiedergebe, was ich von anderen gelernt habe, also was so angelesenes Wissen ist. Und ich glaube, also mich macht es glücklich, wenn ich merke, ich bin nicht mehr im Kopf, sondern da kommt wirklich aus einer anderen Ebene, aus intuitivem Wissen oder integriertem Wissen, kommt da aus mir was raus. Und das ist für mich was Kostbares, weil ich so mental so stark, also dominiert war oder bin. Also durch diese, ich kriege mit diese zwei Seinsweisen oder Sprechweisen.
Man kann ja auch dazu sagen, das ist verarbeitetes Wissen. Das ist nicht nur an der Oberfläche, sondern es ist so ein paar Stufen tiefer eingedrungen, nicht? Und das kannst du bei Leuten sehen, die Vorträge halten, wenn sie den einfach mal kurz jetzt so sich zusammengeschrieben haben und so, und dann reden sie und dann denkst du, ja, ganz schön. Und wenn jemand aus der wirklich Erfahrung, die er verkörpert hat, redet, dann kommt da ganz was anderes raus, eine ganz andere Tiefe und auch eine ganz andere, ich würde mal sagen, Überzeugungskraft vielleicht oder Bedeutungskraft. Man hört lieber zu, glaube ich, weil das aus einer anderen Stelle kommt, ne? Wie du sagst, Anna. Mir fällt halt noch der Begriff ein lebendiges Vorbild sein. Also schon so in die Richtung eben eigentlich Selbstausdruck, etwas leben und damit eigentlich, wie soll man sagen, ein inspirierendes Vorbild sein und nicht einfach nur schön daherreden können. Also es geht mir weit über den Vortrag hinaus. Also sowas wie, also ich kenne es von der GfK her, dieser Unterschied zwischen, ob ich die verstanden habe, wie die vier Schritte sind, oder ob ich es lebe, ob ich diese Haltung lebe. Ob ich voll Mitgefühl und Verständnis bin oder ob ich immer noch getriggert bin und blitzschnell in Ärger komme oder in was auch immer. Also ins Reaktive. Dann ist es dann verkörpere ich zum Beispiel eben eine Art von Kommunikation, von Miteinander sein. Da lebe ich was vor, also da bin ich dann etwas und weiß nicht nur, wie es geht. Das bringt mich jetzt zur Heidi, weil du hast ja gesagt, du weißt die Meme-Stufen und trotzdem kannst du es immer noch nicht in der Krisensituation dann umsetzen. Also was würde dann noch jetzt nötig sein? Wahrscheinlich mehr Training, mehr Übung, mehr. Ja, aber wie kannst du es üben? Vielleicht, was die Marie Roos gesagt hat, die Bewusstwerdung, das Bewusstsein immer wieder in der Gegenwart vor sich holen. Ja, Beobachtung, nicht? Gucken, was läuft jetzt gerade und so einen Schritt neben sich herlaufen sozusagen. Ja, das mache ich ja. Aber trotzdem rutscht mir es manchmal noch so ein bisschen oder wird es mir schwierig, sagen wir es mal so. Nicht nur dir. Mir ist ein anderer Aspekt eingefallen. Es gibt ja auch das Imaginative, dass einem, je nachdem wie stark man jetzt visuell und innerlich auch seelisch visuell veranlagt ist, aber das ist ja auch eine Art von verkörpertem Wissen, das relativ kreativ dann wird, wenn es gut verkörpert ist, dass Bilder auftauchen zu gewissen Handlungen oder zu gewissen Zuständen und so weiter, mit denen man dann kreativ umgehen kann. Wenn ich jetzt ein Vortragender bin und was gut durchlebt habe, dann fallen mir gute Bilder ein, um das zu erklären. Oder weiß nicht, wie es der Martini geht mit den Kunstbildern, ob das für dich was zu tun hat da mit den Bildern. Aber jedenfalls ist das auch ein Ort von verkörperter Ebene, glaube ich. Oh ja. Ich hätte eigentlich heute in Wien hat stattgefunden ein Laufen für den Frieden. Das ist das 21. Mal und ich habe einige Male daran mitgearbeitet. Und dann laufen junge Leute oder auch ältere, die je mehr Runde sie gelaufen haben, dann bekommen sie einen Sponsor und der Sponsor dann je nachdem, wie viele Runde du gemacht hast. Und wenn die Leute dann nicht mehr laufen, dann kommen sie zum Beispiel
zum Mahlzelt und dann mahlen sie. Und jetzt haben wir vorbereitet, weil ich habe eigentlich geglaubt, dass ich hingehen kann, aber ich habe Nein gesagt. Ich habe mich gerungen darum, weil ich wollte wirklich gehen, aber es ist besser, dass ich weniger tue und da bin ich nicht hingegangen. Aber was jetzt durch diese Vorbereitungen bin ich im Gespräch mit einer Frau, die mir begleiten wollte, im Gespräch gekommen. Das habe ich schon visualisiert für mich, was ein Zen-Meister gesagt hat. Das ist nicht ein Wissen jetzt, was ich sozusagen aus dem Kopf herhole, weil ich habe das gemalt. Es ist, dass der Lotusblüte, dass die Schwerter verwandelt werden in Lotusblüten. Also so wie in Europa sagt man, dass die Bomben, ich kann das gar nicht verbalisieren. Ich kann es wohl malen, aber es ist schwieriger, es zu verbalisieren. Dass die Maschinen, wo man die Kanonen, ja, dass die man soll etwas anderes draus machen, nicht mehr, dass sie schießen können. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es dargestellt. Flugschaden. Ja. Und danke schön, Monia. Und jetzt habe ich da eigentlich für die jungen Leute vorbereiten wollen, aber ich habe selber ein Bild gemalt, weil dieses Gespräch mit dieser Person, und ich sage immer, durch dich bin ich so ich. Also das Du, das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, dass, weil die helfen mir, aus mir herauszuholen, was da drinnen ist. Ja, und andersrum auch wieder. Also es ist, habe ich jetzt genug gesagt? Ich habe gedacht, ich habe ein gutes Beispiel für was war das Beispiel eigentlich? Für die imaginative Ebene. Dann wird das wirklich verkörpert, indem dass ich das male. Ja, aber darüber zu reden ist wieder eine andere Sache. Das sind verschiedenste Talente. Ja, die, wenn man sehr gut öffentlich reden kann, einen Vortrag halten kann, sehr fein. Wenn man öffentlich singen kann, sehr fein. Ja, aber man kann auch in der Badezimmer singen oder auf einem Bild mit den Schwertern und die Lotusblüten unterwegs sein und dann sehr, sehr, sehr glücklich sein. Dankeschön. So, jetzt sind wir irgendwie, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ich bin nochmal zurück zu diesem verkörpertes Wissen, also sowas wie, dass ich ganzheitlich, also für mich ist diese Integration von Denken nicht nur mit dem Verstand, sondern ganzheitlich mit Gefühl und mit dem Körper, sowohl ausdrücken als auch denken. Also das ist für mich so essentiell, weil ich einfach weiß, wie sehr und schnell ich als Schutzmechanismus nicht in meinem Körper stattfinde, sondern nur im Kopf. Und ich kenne das auch von anderen Menschen, also einfach, dass ich das weiß, dass das ein Abwehrmechanismus ist, um sich nicht selber zu spüren, dass man nur kognitiv agiert. Ja, und auch nicht in Emotionen sich zu verlieren, sondern da huscht man lieber in den Kopf rein. Nicht? Genau.
Und diese Dimension fällt mir halt noch ein, also ich mit meinem Tanzen, also dass halt, dass meine Dimension, also die ganzheitliche Dimension von eben mental, emotional und Verkörperung, dass das erst, wenn das zusammenspielt, dass das erst das, so wie das Optimum ist, sowas wie eben das Ganzheitliche. Ein Verstehen und ein sich ausdrücken können auf allen Ebenen. Ihr habt ja vorhin auch diese Körper angesprochen, den Emotionalkörper und den ätherischen oder wie auch, also ich kenne mich mit Anthroposophie jetzt nicht so aus. Mir ist da jetzt wieder der Tolle mit seinem Schmerzkörper eingefallen dazu, der offensichtlich eine wichtige Funktion hat. Wie auch die Martini es so gemeint hat. Oder auch die Erika, dass man erst, wenn man den Schmerz erfährt, dass man dann fähig ist, ihn zu integrieren. Wenn andere den Schmerz auch spüren. Schmerz, vielleicht ist das ein sehr negativer Ausdruck, aber es gehört einfach zum Leben. Wenn ich zurückdenke, dass wir 2 Stunden in der Schlange gestanden sind für die 3. Impfung und wir waren durch und durch und durch kalt. Und die Leute sind gestanden und wir auch. Und ich habe nachher diese Blasenentzündung bekommen. Das kann ich erst jetzt zurück. Und dann zu sagen, okay, ja, das ist mein Schmerzkörper. Ich bin nicht mein Schmerzkörper. Ja, ich bin mehr. Und dieser Raum, die uns dann oben den Schmerzkörper zur Verfügung steht und die dann aus dem Bewusstsein heraus zu integrieren im Alltag. Anna, zum Beispiel, jetzt kommt dann mein Sohn und will bestimmte Sachen von mir haben und es geht mir momentan nicht gut. Martini, wie agiere ich? Aus meinem Raum heraus, wo ich oberhalb den Schmerz bin. Und das ist das verkörperte Wissen. Also wir können dann damit gewahr werden, also mit Handeln. Und ich denke, das hat auch mit dem Alter zu tun, weil ich war nicht so ruhig und dann war ich auch aggressiv, wenn mir jemandem attackiert hat in eine bestimmte Situation, da habe ich diese Gelassenheit nicht gehabt. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Sache, dass wir beitragen können durch das Bewusstsein, dass wir keinen Schmerz mehr in diese Welt setzen, weil es gibt so viel Kollektivschmerz. Und wir tragen enorm viel bei, wenn wir es nicht mehr hineinsetzen. Also das finde ich, ist für mich eine wunderbare Sache, dass ich daran teilhaben darf. Vielleicht, danke Martini, mir fällt halt ein, also wenn wir die Kurve dann kriegen, eben wirklich zu leben, also bewusst zu werden, dieses Zeugenbewusstsein, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Gedanken. Wenn es mir gelingt, das umzusetzen, das zu leben, das ist vermutlich das, was du gemeint hast, Martini, weil dann sozusagen erschaffe ich kein neues Karma. Du
hast einen Körper, du bist aber nicht der Körper und du verkörperst in deinen Körper. Wunderbar, Heidi, wunderbar. Ja, ich finde das Thema durchaus interessant, aber ich bin noch immer so ein bisschen am Suchen. Also ich kriege noch nicht den, irgendwie, es klärt sich mir noch nicht. Und ich habe auch das Gefühl, wir waren alle ein bisschen so zögerlich. So. Das lief immer so in Stückchen. Vielleicht ist das nicht so klar, noch nicht so klar. Ich denke, wir haben jetzt über eine Stunde geredet. Wir sollten sehen, dass wir vielleicht noch so zu so einer Art Checkout kommen. Vielleicht fällt euch noch ein weißes Wort oder ein weißes Lied oder irgend sowas ein, eine Geste. Kann auch eine Geste sein, die dazu passt. Ja, Marie-Rose geht. Das war die Geste. Ja. Also mir ist jetzt nur kurz eine Spannung eingefallen, jetzt das, dass ja jetzt in den letzten Jahren die Körpertherapien ja rapide zugenommen haben und auch diese ganzen in den Körper gehen, dieses MBSR und so weiter. Und dann geistert mir schon die ganze Zeit so ein Satz im Kopf rum, der Franz von Assisi hat den Körper dann Bruder Esel mal genannt. Und das sind für mich so diese zwei Linien, die ich jetzt gerade nicht so zusammenkriege. Und ich glaube, er hat einfach das schon auch dahingehend gemeint, dass der Körper schon auch etwas ist, was man schulen kann oder beeinflussen kann oder wie auch immer. Ich meine, wir sind ja total angewiesen auf Essen, Trinken und Ärger äußert sich und so weiter. Also für mich ist das total lohnenswert, überhaupt mit dem Thema Körper umzugehen. Ich glaube, das ist was total Wichtiges. Das ist das ja, was uns ja auch irgendwie am nächsten ist. Genau. Das war eigentlich mein Checkout. Das war jetzt irgendwie keine Geste oder nichts, kein weißes Wort, aber das sind noch die Reste, die mir jetzt noch im Kopf rumgingen. Zum Bruder Esel fällt mir natürlich ein, das ist auch ein Lasttier. Ja. Ein Tier, ja, das die Lasten trägt. Ja. Und das tut der Körper. Also ich sehe mich immer wieder eher in, also entweder gehe ich wie eine Schildkröte, wenn ich, oder wie ein Kamel, so durch die Wüste, mit Blick auf die Oase. Also das ist schon, und wie die Marie-Rose ihm auch das gesagt hat, also wie das Leben dann sich reduziert und aus dem Körper, ja, ich will nicht sagen, es schwindet aus dem Körper, aber es ist, der Horizont wird kleiner, der Bewegungshorizont auch. Also bei meinem Mann und mir vor allem merke ich das. Aber da sage ich mal immer, das ist altersspezifisch. Also die andere Großmutter in unserer Familie, die ist jetzt 81 geworden, jetzt ist sie nach Sizilien noch, die ist immer auf Achse. Jetzt hat sie sich die Kniescheibe gebrochen, jetzt hat sie einen Spaltgips, jetzt muss sie liegen. Und dann geht sie wieder viel besser gleich. Also das Geschwulst geht zurück. Aber dass sie endlich liegen bleibt oder hineingeht in sich, also dazu war offensichtlich so ein, sie ist nur über Stiege gestolpert, ne? Aber sowas war offensichtlich notwendig. Also wir kriegen schon die richtigen Impulse, wenn wir nicht selbst bereit sind, uns zu öffnen und auf das zu horchen, was jetzt ist. Und ich sage nicht, dass es leicht ist, weil mein Mann seine Polyneuropathie und ja, und nach so vielen Ehejahren ist es einfach dann logisch, dass man das irgendwie parallel geht. Also ich habe so den Slalom-Schwung gesehen von früher. Und dann ist es auch mit Humor erträglicher natürlich. Das war jetzt, glaube ich, mein Checkout. Danke.
Mein Checkout ist, dass ich danke für den Esel. Ich habe mich selber einmal mit dem Esel gemalt, da liege ich am Boden. Und das ist eine Darstellung von Biliam aus der Bibel. Das war ein Seher, der Biliam. Und der Esel hat ihm immer alles getragen und immer überall hingebracht. Aber jetzt hat der Esel von den Engeln erfahren, dass Biliam nicht gehen soll. Aber Biliam, der Seher, hat nicht hingehorcht, was Gott ihm sagt. Und jetzt der Esel bleibt einfach stehen. Der geht nicht weiter. So schön. Und dann gibt der Dritte den Esel, ja, dass er weitergehen soll. Und dann sagt der Esel zu ihm, warum trittst du mir so? Ich habe mein ganzes Leben war ich für dich da. Ja, ich kann die Geschichte jetzt auch nicht mehr weiter erzählen, aber es ist so, dass über den Körper erfahren wir. Und manchmal sind es verdammt harte Sachen, was wir erfahren müssen. Und ja. Also das ist eine schöne Geschichte von Billy am Ende in der Bibel, könnt ihr nachlesen. Und mir fällt ein Wort ein, also irgendwie aus dem Buddhismus, wo es doch heißt, das ist eine unglaubliche Seltenheit für eine Seele, verkörpert zu sein als Mensch. Und dass es deswegen wahnsinnig kostbar ist. Dann ist es auch leichter, auf diese Kostbarkeiten im Leben sich zu konzentrieren, als über diese Leidensgeschichte, die die Welt lebt und immer wieder produziert. Also das ist schon eine heilige Sache, was viele Menschen leben dürfen. Ich habe mich gefreut über den Esel und vor allem über die Geschichte von Biliam, dass du mir die wieder in Erinnerung gerufen hast. Und ich habe jetzt kein weißes Checkout, aber ich sehe, dass ich im Bildschirm immer dunkler werde und immer dunkler. Und so verschwindet einfach mein Körper langsam aus diesem Gespräch. Ja, du bist ja sowieso schon immer verschwunden, wenn du geredet hast. Insofern, und jetzt bist du auch also nur noch so als Schatten wahrnehmbar. Das war überhaupt spannend, wie ihr an verschiedenen Stellen gesessen habt, wie es verschieden dunkel wurde an den verschiedenen Orten. Das ist ja bei mir schon lang dunkel. Aber ja, haben wir jetzt eigentlich alle gesprochen, nicht? Fürs Checkout. Dann checke ich auch mit out. Ich auf gut Englisch, nicht? Ja. Ich habe mit diesem, was jetzt am Schluss noch aufkam, die Verkörperung der Seele in zu einem Menschen, das fand ich jetzt eigentlich schade, dass es so am Schluss ist. Das hat mich jetzt nochmal angeregt. Warum sind wir verkörpert oder so, wie wir verkörpert sind und was will die Seele damit ausdrücken oder erreichen und so. Das könnten wir ja vielleicht auch mal. Nächstes Mal als Thema. Genau, wunderbar. Damit danke ich euch und wir sehen uns in einem Monat etwa. Ciao, ciao.